Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Agentur für Online-Händler. In dem heutigen Video beantworten wir euch die Frage, warum Instagram euch nach eurem Geburtsdatum fragt und warum ihr ohne diese Angabe die App bald nicht mehr nutzen könnt. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Instagram möchte zu einem sicheren Ort für junge Menschen werden. Dazu führten sie im März schon ein neues Feature ein. Dieses verhindert, dass erwachsene User Nachrichten an Minderjährige senden können, wenn diese sich nicht abonniert haben. Außerdem sind seit Juli Konten von Personen unter 16 Jahren standardmäßig privat. Zusätzlich zu diesen Sicherheitsmaßnahmen möchten sie jetzt eine weitere einführen. Dazu werden User nach ihrem Geburtsdatum gefragt. Diese Angabe soll Instagram dabei helfen, altersgerechte Inhalte für junge User bereitzustellen. Diese Änderung ist auch für Werbetreibende interessant, denn sie können eine Zielgruppe unter 18 Jahren nur noch mit eingeschränkten Targeting-Optionen ansprechen. Instagram hat übrigens schon vor einigen Jahren damit angefangen, User nach dem Geburtsdatum zu fragen. Viele User haben ihre Daten daher schon in der App hinterlegt. Doch Instagram ist in den letzten Jahren weitergewachsen und viele neue User haben diesen Schritt noch nicht getan. Für diese User werden nun zwei Änderungen stattfinden. User, die ihr Geburtsdatum bisher noch nicht hinterlegt haben, werden von Instagram beim Öffnen der App danach gefragt. Sollten sie nach mehrmaligen Fragen ihr Alter nicht angeben, können sie die App nicht weiter benutzen. Erst nach dem Hinterlegen des Geburtsdatums bekommen sie wieder Zugriff auf die App. Instagram möchte mit diesen Informationen ganz neue Features zum Schutz von jungen Usern entwickeln. Zusätzlich werden auf Instagram Warnmeldungen für Beiträge eingeführt, bei denen man das Geburtsdatum eingeben muss, bevor man den Beitrag sehen kann. Eine Warnmeldung für sensible Inhalte ist zwar schon seit einiger Zeit aktiv, aber bisher wurde nie nach dem Geburtsdatum gefragt. Da Instagram davon ausgeht, dass viele junge User ein falsches Geburtsdatum angeben werden, sind sie gerade dabei, neue Systeme zu entwickeln. So soll künstliche Intelligenz genutzt werden, um Altersangaben zu prüfen. Wenn zum Beispiel bei einem Post mit Geburtstagsglückwünschen die Technologie davon ausgeht, dass jemand jünger ist, dann muss das Alter verifiziert werden. Dazu gibt es verschiedene Optionen, die aber noch in der Entwicklung sind. Instagram selbst sagt zu diesem Thema, dieses Vorhaben steckt im wahrsten Sinne noch in den Kinderschuhen. Was haltet ihr von diesen neuen Sicherheitsmaßnahmen? Sammelt Instagram eurer Meinung nach einfach Daten ein oder findet ihr die Maßnahmen berechtigt? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt an die Experten von eBakery wenden. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.